Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von World of Tanks. Ich bin jetzt gleich mit dem KV-1S ins Gefecht gegangen. Die Map ist Klippe, das Gefecht ist Standard und das Matchmaking sieht auch ganz gut aus für uns. Wir spielen von oben nach unten und haben auf jeder Seite eine Artillerie. Ja, das soll es auch erstmal gewesen sein zur Beschreibung. Ja, ich werde wahrscheinlich hier so durch die Mitte fahren, also hier jetzt praktisch durch. Oder hier diesen Bogen fahren. Ich werde jetzt nicht direkt hier runterfahren, definitiv nicht. Und ist zwar mit dem KV-1S ein bisschen müßiger, weil der so ein, ja, ein bisschen lahmarschig wird beim Berganfahren. Aber das ist man ja nun mal gewöhnt. Und kennt man bei dem nicht anders. Ich hoffe, mir folgen auch ein paar. Ich habe vorhin diese Map auch schon gespielt. Da war ich dann der Einzige, der da lang gefahren ist. Ist dann immer so ein bisschen ärgerlich, wenn 14 Panzer komplett an eine Stelle fahren und einer ist dann alleine. Da muss man natürlich auch mal so ein bisschen gucken, was die anderen machen und eventuell auch mal seine persönliche Taktik dann so ein bisschen umstellen. Aber ich habe festgestellt, in der letzten Zeit fällt das manchen ziemlich schwer hier. Vielleicht haben wir ja diesmal Glück. Momentan sieht es ja gut aus, es wird sich gut verteilt. Und das ist schon mal sehr wichtig. Ja, ich nehme den Weg jetzt ganz außen rum, um auch hier bisschen dem M6 hier zu helfen, hier vorne, der hier vorne fährt, wie es aussieht. Ne, der fährt da oben den Berg hoch. Also sind wir die beiden einzigen, die hier um die Kurve hier fahren, praktisch die den langen Weg fahren. Aber das muss ja nichts heißen. Da vorne ist eben auch schon was umgeknickt. Jetzt weiß ich allerdings nicht, war das der eigene Mann hier? Oder habe ich mich ein bisschen verguckt? Ja, das war der eigene Mann. Dem haben wir auch einen verpasst. Das Ärgerliche ist jetzt, mein eigener brennt hier, also mein eigener Mann. Ah, ist ärgerlich. Ich hoffe, er schafft's noch. Gerade so. Und nun ist er futsch. Ja, wie gesagt, mein Problem ist immer noch, dass mein Geschütz sehr lange nachlädt. Allerdings möchte ich mir wirklich diese 500.000 für den Ansetzer sparen. Das ist eine Menge Geld. Aber wenn gar nichts mehr geht, also wenn ich jetzt mich nur noch hier ärgern muss, dann überlege ich mir das vielleicht nochmal. Aber wir sind auf einem guten Wege, uns den IS gönnen zu können, bald. Und wie gesagt, da möchte ich jetzt alles, was ich kriege an Forschungspunkten und an Credits, möchte ich für diesen IS dann eben sparen. So, du hast geschossen, dann fahre ich mal ein Stückchen vor. So, den haben wir jetzt auch nochmal einen verpasst. Die halten wir hier ganz gut in Schach. Der Black Prince hier, der hält auch gut was aus. Also ist mir schon mehrmals aufgefallen. So, schieß noch einmal, dann fahre ich vor. Oder? Okay. So, jetzt fahre ich vor. Ach, der hat ja gar nicht gesessen. Aber ich glaube, unser Teamkamerad kam eben so überraschend für den. Da kam er von oben runter gepirscht. Das war schon mal ganz gut. Also diese Seite hier ist sauber. Ich hoffe nur, dass die jetzt nicht durchbrechen und jetzt schneller an unserer eigenen Fahne sind, wie wir an deren Fahne.
Oh, hinter uns ist noch einer. Aufpassen, Jungs. Das ist ein KV-3. So, dem haben wir erstmal einen verpasst. Bin der Meinung, na gut, Wirkungstreffer hat er nicht angesagt, aber es hat eben so ausgesehen, als wenn wir ihm die Ketten weggeschossen haben. Könnte ich jetzt aber nicht beschwören. Ah, da kommt von oben wieder eine Überraschung, so wie das aussieht. Also richtig Schaden mache ich hier irgendwie nicht bei dem Panzer. So, den hat es jetzt auch erledigt. Also auf jeden Fall jetzt zur feindlichen Flagge fahren. Da steht zumindest ein schwerer Panzer, zwei schwere Panzer. Das könnte gut ausgehen, sage ich mal. Ich weiß jetzt nicht, wo noch der dritte ist. So. Es hätte ja klappen können. Hier ist ein Jagdpanzer. Schnell weg. Also es sind alle drei Panzer hier gebunden an der Flagge. Insofern ist es schon mal gut. Also das heißt, wir können unsere so ein bisschen ja, vernachlässigen. Wir brauchen da jetzt nicht einen zur Verteidigung hinschicken. Ich fahre jetzt aber mal außen rum, weil hier oben könnte es für uns gefährlich werden. Scheiße. Ich dachte, er wackelt noch so ein bisschen nach und ich treffe ihn dann. Okay, die Taktik hat nicht ganz funktioniert. Jetzt kommt der Jagdpanzer hier hoch. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Jetzt werde ich hier doch nochmal so ein bisschen die Stellung wechseln. Also nicht das, was ihr jetzt denkt. So. Okay, der Weg ist frei, der Jagdpanzer ist erledigt. Das ist sehr gut, sehr schön. Wunderbar. Oh, schön Schaden gemacht eben. Der hat richtig gut gesessen. Einer ist schon wieder weg. Und das war's. Jawohl, 18.830 Credits, 785 Forschungspunkte, recht gut Schaden verteilt. Das sieht ganz gut aus. Wir schauen uns jetzt mal die Teamauswertung an. Guter dritter Platz. Und der ausführliche Bericht, was immer ganz wichtig ist, 10.000 Credits sind hängen geblieben. Das ist mit dem Panzer im Standardkonto schon mal sehr gut. Es gibt auch Zeiten, da fahre ich mit dem teilweise schon Minuspunkte raus. Also insofern war das eine für mich persönlich eine recht erfolgreiche Runde. Wir gehen dann jetzt auch gleich weiter ins Gefecht. Ich werde nochmal den KV-1S nehmen. Und ja, wie gesagt, einfach um mal ein bisschen Kohle zusammenzubekommen. Die Map ist Malinowka.
Der Gefechtsmodus ist Angriff und ich bin hier Top-Tier auf der Map, das ist mal ganz gut. Eine Artillerie auf jeder Seite und wir sind die Angreifer. Ich werde jetzt auch hier unten an der Map, wenn ihr mal auf die Minimap seht, hier unten bei der Map hier so langsam hochfahren oder hier diesen Weg und mich von der rechten Seite so ein bisschen ranschleichen. Gut, was Schleichen auch immer heißt bei einem schweren Panzer. Zumindest vorsichtig vorfahren, kein Kamikaze-Modus machen. Und dann hoffen, dass wir die Flagge irgendwie einnehmen oder eben alle anderen vernichten. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal die HE-Munition nehmen. Die macht ein bisschen mehr Explosivschaden, hat aber nicht so eine hohe Durchschlagskraft bei der Panzerung der Gegner. So, gleich mal rein in das Wäldchen, dass man mal so ein bisschen geschützter ist. Ich weiß nicht, warum der da oben andauernd feuert. Weiß nicht, ob was drauf anlegt, gesehen zu werden. Da ist zum Beispiel schon mal ein Jagdpanzer und hier ist ein. So, dem haben wir die Kette weggeschossen. Das war schon mal ein guter Schuss. Allerdings ist bei der Aktion auch einer von uns platt gewesen oder platt gegangen. Und es steht 1 zu 2 momentan. Der Jagdpanzer, der schwirrt da immer noch rum. Der hat ungefähr noch so eine Struktur von, ich glaube, waren es 64% oder sowas in dem Dreh. Also auf den müssen wir auf jeden Fall noch aufpassen. Da ist noch einer. So. Der Jagdpanzer dahinter, ich hätte ihn fast übersehen. Den hat es aber auch zerlegt. Das war der Teamkamerad hier. Sehr schön. Hier ist noch irgendwas. Irgendwas ist hier noch. Ich fahre auf jeden Fall mal hinter einem Panzer in Deckung. Die Kette repariere ich. Dass ich den wenigstens sehen würde. Die hier oben an der Mühle stehen oder so. Keine Ahnung. Ich bleibe auf jeden Fall erstmal hinter den Büschen und Bäumen versteckt. Da oben steht einer. Kann ich den erreichen? Ja, gerade so. Ah, schade, kein Treffer. Aber den behalte ich im Auge hier auf jeden Fall. Jawohl. So, das ist der nächste. Hier haben wir auch noch einen Jagdpanzer. Ich werde hier jedenfalls erstmal stehen bleiben. Weil das waren ein paar mehr, das war nicht nur einer. Ich glaube zwei oder drei, was da noch stand auf der Seite. Hier, jetzt wird einer scoutet. Ah, gar nicht getroffen, ärgerlich. Feuererlaubnis erteilt.
sind sie hin? Hier ist noch einer, das ist ein Panzer 4S. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. So, der ist auch weg. Da steht noch ein KV-1. Das sieht doch mal gut aus. Ja, 10 zu 7. Und wir sind am Erobern. Heißt aber noch gar nichts, wenn wir jetzt unvorsichtig sind. Ah, da fährt die Artillerie. Genau, bleib mal da stehen. Schade. Mach doch mal. Ah, so ein Ärger. Ein Schuss wieder verballert. Wo das Nachladen doch so lange dauert. Aber hier kommt schon der nächste. Oder die nächsten. Okay. Ich muss jetzt mal hier meinem Teamkameraden so ein bisschen helfen. Kann ich den erreichen? Nee. Hier ist noch ein Panzer. Was ist das hier? Ein Typ T-34. Ach, schade. Ja, man ist immer nervös. Man hätte noch ein bisschen warten sollen. Ah, mal schauen, was der jetzt hier macht. Ich kann auch nicht schießen, verdammt. Okay. Jawohl. Achso, und das war's schon. Ja, das war ja mal eine erfolgreiche Runde. Sieg auf ganzer Linie. 6 Abschüsse, ich habe die Kriegermedaille bekommen, 877 Forschungspunkte, 22.338 Credits. Wir gehen mal in die Teamauswertung. Ja, das dürfte der erste Platz, ist der erste Platz, genau. Und der ausführliche Bericht ist, ich habe trotzdem, dass ich wirklich 22.000 Credits behalten habe, nur 8.000 übrig behalten, aufgrund der arschteuren Munition. Aber trotzdem, es hat sich wirklich mal gelohnt. Es war mal schön zuzusehen, auch für euch, denke ich mal. Und das soll es für dieses Mal auch gewesen sein. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder dazu. So soll es heißen. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann, euer Talangs. Ciao.